Tja, liebe Pfeifen-Tabakfreunde, ich melde mich auch mal wieder. Ich habe mal eine kleine Pause gemacht und bin jetzt von einigen doch nachdrücklich aufgefordert worden, mal wieder ein Video zu machen. Und dann hat es sich ergeben, dass ich das heute tatsächlich machen möchte, weil ich was zu zeigen habe. Ja, fang mal an. Es begab sich, dass vor ungefähr 1,5 Monaten oder so ich bei meinem Pfeifen- und Tabakdealer Rauch in Wetzlar war. Und da sind unwahrscheinlich viele schöne Pfeifen, auch wirklich Pfeifen, die schon lange bei ihm im Geschäft sind. Und deswegen kann man da auch das ein oder andere Schätzchen noch ausgraben. Und da war eine, die hat jahrelang meine Aufmerksamkeit nicht so sehr auf sich gezogen, aber nachdem ich ein bisschen was drüber gelernt habe, über diese Pfeife, war sie mir dann doch interessant. Das letzte Mal wirklich ins Auge gefallen, dass ich sie in der Hand genommen habe und geguckt habe. Und jetzt habe ich gedacht, komm, wenn sie jetzt noch da ist, guckst du sie nochmal an, ob sie dir wirklich so gut gefällt. Und dann, wenn es dann einigermaßen in die Welt passt, dann nimmst du sie mit. Es ist ja nicht so, dass wir keine Pfeifen haben und dass wir morgen Angst haben müssen, nicht mehr zu wissen, aus was wir jetzt eigentlich den Tabak genießen sollen. Ja, zumindest bei mir ist das so. Leider hat sich da eine schier unerklärliche Anzahl an Rauchgeräten schon aufgetan. Und so kam es, so begab es sich, um wieder zum Anfang zurückzukehren, dass ich, hoffentlich, ja, ist richtig rum, dass ich einen solchen Karton da mitgenommen habe. Ich bin kein erklärter Stenwell-Fan, das sage ich gleich dazu. Ich weiß, dass hier einige von euch da richtig auf diesen Namen nach wie vor viel, viel abfahren. Liebe Grüße dabei an den Ralf Ebe zum Beispiel. Und das auch völlig zu Recht. Also das sind gut gemachte Pfeifen. Mich hat es eigentlich nie so wirklich umgehauen. Jetzt gibt es allerdings etwas, was mich derartig interessiert hat. Deswegen auch mein schönes Bild im Hintergrund. Ja, das wird jetzt wieder aktuell durch diese Pfeife. Ja, habe ich mir also was gekauft. Ich sage es gleich, das ist etwas Altes. Das Säckchen mal raus für euch. Ist ja diese wunderschöne Sache. Wie zeigt man etwas? Ja, Stenwell-Säckchen. Ob das jetzt ganz der originale Karton und das Säckchen ist, das konnte mir der Herr auch nicht sagen. Das wusste er natürlich auch nicht mehr nach so langer Zeit. Denn diese Pfeife hat von mir geschätzt, man kann gar nicht viel Näheres darüber im Netz rausfinden. Also ich habe einiges probiert, habe sicherlich nicht alle Quellen angezapft, aber es ist schwierig, über diese Serie was rauszufinden. Ich weiß aber, dass es einen gibt, ich weiß gar nicht, ob der mein Zuseher hier ist. Wenn ja, möge er sich gerne melden. Aber ich weiß um einen, der für diese Pfeife richtig Geld hinlegen würde. Der würde sich riesig freuen. Aber ich habe erst auch überlegt, ob ich es ihm anbieten soll. Aber mir gefällt sie mittlerweile selbst so gut, dass ich sagen möchte, nee, die möchte ich für mich behalten. Und zwar ist das dieses schöne Stück. Und zwar ist das aus der Stenwell-Serie Naval. Ist ja schon mit der Marine, der dänischen Marine zu tun hat. Ja, ihr seht hier. Ich weiß nicht, ob das mit dem Licht hier, vielleicht seht ihr es besser als ich auf meinem Bildschirm. Hier ist das eingelegte S in Messing, auch noch schön verwaschen, wie sich das für eine noch original dänische gehört. Hier sind diese Zierringe, beziehungsweise ist das sogar ein Ring, der für diese Serie gefertigt wurde, für diese Naval-Serie. Und da vorne dran ist auch, wie bei den Offizieren, zu sehen, auch dieses runde Emblem, das immer auch auf den Schultern dann abgebildet ist. Danach richtet sich diese Serie. Und zwar gab es 4 Stück davon. Also nicht 4 Pfeifen, sondern von dieser Serie gab es 4 Sorten, die diese Naval ausgemacht haben. Und die gab es dann in unterschiedlichen Shapes und auch in unterschiedlichen Oberflächen. Aber so fürchterlich groß war die Serie jetzt auch nicht. Also es gibt nicht so viele davon, sind schwierig zu bekommen. Ich habe es im Netz schon mal probiert. In der Bucht zum Beispiel, eBay, da findet man dazu gar nichts. Es gibt die Lieutenant, da hat man dann halt
nur die ersten zwei Ringe und dazu diesen Ring hier unten, der ist immer da dran. Als nächstes gibt es die Commander, kommt ein Ring dazu. Dann gibt es die Kapitän, dann sind es dann vier, plus unten diesem Ankernetz, sondern diesen Kreis. Und das hier ist die Admiral, die höchste Serie, ist auch das höchste, was man ja auf See werden kann als Offizier. Das ist ein Admiral und deswegen ist das hier auch diese aus der höchsten Serie und die ist glatt. Ich zeige euch das Grain einfach mal. Ja, hier auf dieser Seite haben wir Bird Eyes. Wenn es hier rumkommt, ist es schon ja, ein sehr, sehr schönes, ansprechendes Grain rundherum. Und Fehler habe ich da eigentlich fast gar keinen gefunden. Fast heißt, da unter dem Schriftzug, da ist vielleicht für euch zu erahnen ein Spot, aber nicht sehr groß. Dann zeige ich euch noch den Schriftzug. So muss ich den halten, so. Stanville, made in Denmark, Naval Admiral. Ja. Ne, steht das Naval nicht drauf, steht nur Stanville, made in Denmark, Admiral. Das ist diese Pfeife, 9 mm gefiltert natürlich. Ein massiver Messingring, deswegen ist der Kopf auch ultra schwer natürlich nicht, aber das ist schon, der bringt Gewicht an die Pfeife, denn das Holz an für sich ist gar nicht schwer, sondern der Messingring. Also das ist schon ein Trümmer, das Teil. Wunderbar gearbeitet, passt alles, sitzt alles, auch innen drin, das ist eine Einrauchpaste, das werdet ihr jetzt natürlich nicht sehen. Bohrung, perfekt. Und auch das Mundstück. Schöner Schlitz drinne, ja, sehr schön verarbeitet, wie das von den damaligen Stanvilles war. Ja, und die kostete damals schon, also ich kann nur vermuten, wie lang diese Pfeife bei Herrn Rauch lag. Er wusste es tatsächlich nicht mehr, also sie war schon sehr lange da. Das müsste im Rahmen von 15 bis 20 Jahren sein, die diese Serie alt ist und die diese Pfeife schon bei ihm war. Und das hat sie irgendwie niemand mitgenommen. Warum, weiß ich heute auch nicht richtig. Aber ich bin ja auch jahrelang an ihr vorbeigekrochen und habe sie nicht gesehen. Und dann bin ich mir mit dem Herrn Rauch heute handelseinig geworden. Ich habe einen sehr, sehr fairen Preis für diese Pfeife bezahlt. Und habe erst überlegt, ob ich sie, wie gesagt, diesem Pfeifen-Enthusiasten anbieten soll, der alle drei der anderen Serie hat, also beziehungsweise der Serie die anderen drei hat, die Lieutenant, die Commander und die Kapitän, die Admiral fehlt ihm noch, aber ich habe mich entschieden, sie für mich zu behalten, weil sie mir unwahrscheinlich gut gefällt, weil sie meine ziemlich kleine Stanvil-Sammlung doch sehr exquisit erweitert und weil mich vor allen Dingen dieser massive Messingring sehr begeistert. Also dieses Gewicht, was hier in der Mitte dieser Pfeife ist, das ist schon eine Ausnahme, ja. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das wollte ich euch zeigen. Das ist etwas, was bei mir heute ganz aktuell neu gekommen ist. Und die werde ich jetzt gleich stopfen. Da gehen schöne Grüße an den Daniel, Blätterteig 44, raus, die Rathausmischung Nummer 4 vom Pfeifenhaus Finke in Münster. Ganz, ganz exquisit gutes Kraut, ein Virginia Perique, der auch so ein leichtes Flavor hat, aber sehr, sehr angenehm. So ein bisschen so ein, ich sage dazu gerne Kolonialstil. So riecht es, wenn man in einen Teeladen kommt oder sowas. Tee-Gschwendner kennt wahrscheinlich jeder, so in so einen Laden kommt. Kommen so verschiedene Gerüche und so riecht er für mich sehr, sehr lecker. Wenig Perique, also verhältnismäßig wenig, nicht stark, aber es ist doch spürbar, ein leichtes Bitzeln, schöner Tabak. Den werde ich jetzt in diese Pfeife stopfen und sie dann das erste Mal rauchen. Und damit
ist sie dann noch endgültig meine. Freue mich riesig darüber. Ach, wie sich das gehört, nur schöne Grüße an unseren Lars Hermanns. Ja, ein Benzinfeuerzeug darf auf hoher See auf keinen Fall fehlen, weil da komme ich mit dem Zündhölzchen und auch mit einem Gasfeuerzeug nicht sehr weit. Das nur als schöne Grüße nebenbei. Hervorragendes Feuerzeug, das hätte ich auch mal vorstellen können. Imco kennt jeder, aber hier diese Kupferversion gefällt mir vorzüglich, funktioniert hervorragend beim Pfeife rauchen und der Benzingeschmack ist bei denen noch, das ist mein Erfahrungswert, nachdem ich das Feuerzeug jetzt seit einem Monat härtestens benutze, ist hier der Benzingeschmack so noch deutlich weniger als bei den Zippos. Also hier kommt eigentlich gar nichts mehr rüber davon. Das nur mal nebenbei. Alles klar. Ich danke euch, dass ihr zugesehen habt und wünsche euch noch ein schönes Wochenende und einen schönen Abend. Eine gesegnete Adventszeit. Tschüss.